Weißt du, als ich damit begann, das industrialisierte Ernährungssystem zu verstehen, war es sehr leicht für mich, dies zu tun. Ich wollte die Spur zurückverfolgen zu der Quelle meiner Nahrung. Wenn du durch den Supermarkt gehst, sieht das so aus, als ob man im Überfluss steht und Auswahlmöglichkeiten hat. Dies ist aber nicht so. Da ist nur eine Illusion der Vielfalt. Da sind nur einige wenige Unternehmen dran beteiligt und da sind nur einige wenige Naturpflanzen, die benutzt werden. Was mich am meisten überrascht hat, als ich den Nahrungsmitteln zu ihrer Quelle gefolgt bin, ist, dass meine Suche im selben Ort endete und das war ein Cornfed in Iowa. So viele unserer industrial erstellten Nahrungsmittel stellen sie so dar, als ob es clever umgestaltetes Korn wäre. Wir erstellen mittlerweile unsere eigenen Nahrungsmittel. Wir wissen jetzt, wo wir was drehen müssen für sichere Eigenschaften wie Mundempfinden und Geschmack. Und wir bringen all diese Stücke zusammen und erstellen neue Nahrungsmittel, die nicht so schnell verderben im Kühlschrank und keine Ranzigkeit entwickeln. Natürlich war der größte Vorteil in den 9 Jahren das Fruchtzucker-Kornsirup. Weißt du, ich würde es sogar wagen zu behaupten, dass du, wenn du in den Supermarkt gehst und auf die Regale im Supermarkt schaust, würde ich mit dir wetten, dass mindestens 90% der Produkte entweder unser Korn oder Sojabohnen als Zutat enthalten sind. In den meisten ist sogar beides enthalten. Gentechnik. Wir müssen versuchen, unser Bestes zu geben, um den Erwerb von Fastfood-Produkten zu minimalisieren. Wir müssen uns mehr auf gesunde Alternativen beschränken, wie Fleisch aus lokaler Region von einem vertrauenswürdigen Schlachter und Gemüse und Obst aus lokalen Gebieten von Bauernhöfen oder Biohöfen. Kühe wurden von Natur aus nicht dazu bestimmt, Korn zu essen. Die Natur hat es für die Kühe vorgesehen, dass sie Gras essen. Und der einzige Grund, warum wir sie mit Korn füttern, ist, weil das Korn sehr billig ist und das Korn macht sie sehr schnell fett. Und wenn wir dies mit der Natur messen und den natürlichen Arten der Lebensweisen, müssen wir uns ungewollten Konsequenzen in Angesicht stellen. Die Tiere entwickelten sich so, dass sie Gras fressen. Es gibt einige Untersuchungen, die darauf hindeuten, dass eine starke Korndiät E. coli Bakterienart ergibt, die giftresistent sind. Und das wäre dann ein noch schädlicherer E. coli. Eine bestimmte Mutation taucht auf und ein Stamm von Mikroorganismen namens E. coli 0157:H7 taucht auf der ganzen Welt auf. Und es ist das Produkt dieser Korndiät, die wir ständig zum Verfüttern ausgeben. Und es ist ein Produkt der Massenzucht. Die Tiere stehen bis zu ihren Knöcheln in ihren eigenen Mist und das den ganzen Tag lang. Wenn nun eine Kuh diese Krankheit in Mutation bekommt, dann wird sich auch eine andere Kuh in der Nähe anstecken. Wenn sie zum Schlachthaus gebracht werden, sind sie noch vollkommen verschmutzt von ihren eigenen Mist. Und wenn man im Schlachthaus 400 Tiere pro Stunde geschlachtet werden, wie soll man diesen Mist von den Kadavern wegbekommen? Und so gelangen Spuren von dem Mist in das Fleisch. Manchmal schaut man sich Gemüse an und sagt sich, okay, für den Preis können wir auch 2 Hamburger bekommen. Warum ist es so, dass man sich bei McDonald's einen Hamburger für 99 Cent kaufen kann und noch nicht mal einen Kopf Brokkoli für 99 Cent bekommt? Wir haben unser Nahrungssystem auf den Kopf gestellt, schlechte Kalorien, und dies war kein Unfall. Ich meine, der Grund dafür, dass diese schlechten Kalorien billiger sind, ist, weil sie stark subventioniert werden. Wenn wir versuchen, Nahrungsmittel selbst umzugestalten mit Gentechnik, dann bringen wir die Natur durcheinander. Wir sind dazu veranlasst worden, nach 3 Geschmacken zu gehen: Salz, Fett und Zucker. Und gerade diese Dinge sind sehr selten in der Natur. Das System macht es leicht für uns, um nach dem System zu leben. Und macht es uns sehr schwer, anderen Wegen des Lebens zu verfolgen.
Wir beginnen so zu handeln, wie es das System gerade fordert. Essen, wie das System es befiehlt. Und für das System erzeugen, damit das System selbst weiter erzeugen kann. Es stellt das Böse als das Gute dar und das Gute als das Böse. Und wenn das Geld der notwendige Treibstoff der Macht ist, dann erwarte einen Staat der Menschheit, der sich durchgehend verschlechtert. Der entscheidende Punkt ist doch das. Die Gier, leider gibt es dafür kein besseres Wort, gut ist. Die Gier ist richtig. Die Gier funktioniert. Die Gier klärt die Dinge, durchdringt sie. Und ist der Kern jedes fortschrittlichen Geistes. Gier in all ihren Formen, die Gier nach Leben, nach Geld, nach Liebe, Wissen, hat die Entwicklung der Menschheit geprägt. Und die Gier, bedenken Sie diese Worte, wird nicht nur die Rettung sein für Telda Paper, sondern eben auch für diese andere schlecht funktionierende Firma, die USA. Haben Sie vielen Dank. Jeder, der bei dieser Firma anfängt, macht seine erste Million innerhalb von 3 Jahren. Okay, ich wiederhole das nochmal. Jeder von Ihnen macht $1 Million innerhalb von 3 Jahren, gerechnet vom ersten Tag, an dem Sie für das Brokerhaus J.T. Marlin arbeiten. Es besteht kein Zweifel daran, dass hier bei uns jeder Mitarbeiter Millionär wird. Die Frage ist nur, wie vielfacher. Tja, Sie sehen alle sehr geldhungrig aus. Und das ist auch gut so. Wer sagt, Geld wäre die Wurzel allen Übels, der hat einfach keins. Es heißt immer, Geld macht nicht glücklich, aber sehen Sie sich das Grinsen in meinem Gesicht an. Von einem Ohr zum anderen. Sie wollen Einzelheiten? Bitte. Ich fahre einen Ferrari, 355er Cabriolet. Was sonst? Ich habe ein sagenhaftes Haus in South Fork. Ich habe jedes Spielzeug, das man sich nur vorstellen kann. Und das Beste von allem ist, Leute, ich bin liquide. Also, jetzt wissen Sie, was möglich ist. Kommen wir zu den Voraussetzungen. Es wird von Ihnen erwartet, dass Sie sich Ihren verfluchten Arsch aufreißen für diese Firma. Und lassen Sie uns nicht vergessen, das ist doch überhaupt erst der Grund, warum Sie alle hier Aktionäre geworden sind. Sie wollen Geld verdienen. Es ist Ihnen doch egal, ob Sie Leitungen und Kabel herstellen, Hähnchen grillen oder vielleicht Schweine züchten. Sie wollen Geld verdienen. Ich bin der einzige Freund, den Sie haben. Und ich verschaffe Ihnen. Nehmen Sie das Geld. Du solltest es erzielen, so erfolgreich zu sein, wie du kannst, was auch immer du tust. Aber halte deine Prioritäten ehrlich. Wir wurden dazu angetrieben, wertlosen Papier hinterher zu jagen, welches als kostbar in diesem System erscheint. Und wir haben uns von den wahren Belohnungen des Lebens zurückgezogen. Here's the deal. Aber du kannst das heutige Leben nicht verstehen, bis du nicht wahrgenommen hast, dass Schein und Wirklichkeit aller Dinge, die mit dem Antichristen verbunden sind, das Gegenteilige zu dem jeweils anderen ist. Und falls es nicht so ist, dann siehst du mit dem inneren Auge in Ergänzung zu der äußerlichen Sicht. Und du wirst getäuscht und in die Irre geleitet. Du wirst nicht in der Lage sein, zu verstehen oder die Welt von heute zu interpretieren. Misguided, you would not be able to understand and interpret the world today. Es ist unsere Pflicht, das Konzept von Schein und Wirklichkeit zum Sturz zu bringen. So können wir damit anfangen, den Täuschungen dieses Zeitalters zu entkommen. Das alles beginnt mit einer Wahl. Eine Wahl, um tief in den Spiegel zu sehen. Einen Blick, der uns dazu bringen soll, zu fragen: Wie kann ich damit anfangen, mich selbst und meine Umwelt zu verbessern? In diesem Zeitalter wird das Gute mit dem Bösen vertauscht. Und wir kaufen es ihnen ab, akzeptieren es und umarmen es, anstatt es abzulehnen. Und dies trifft auf jeden Aspekt in unserem Leben zu. Nimmt den Aspekt der Ehe zum Beispiel. Womit wirbt unsere Popkultur zurzeit? Heirat oder Verlust? We'll be right back.
Alles, was du tun musst, um die Wahrheit über dieses Zeitalter zu erfahren, ist, dich selbst nach Folgendem zu befragen. Aus all den Liebesszenen, die in den Filmen eingefügt wurden, in Sitcoms, Musik, Videos und in der Popkultur, wie viele davon beinhalten eigentlich eine Heirat mit einem Ehepaar?